Liebe Monseigneur Frank, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, chers confrères dans l'Episkopat, das ist für mich ein Ehre, für heute können zu schwätzen. Das ist kein Einfachtag, weil man die Fahrt soll ihn aufhängen, wenn ihn von einer langen, fruchtvollen Bischofszeit schwätzt. Ich kann schwätzen über Kaiser Karl Gebetsliga oder über Chevalier du Saint-Sépulcre. Ich kann dort darüber schwätzen, wie der just am Anfang von ihrem Bischofsamt ein ganz Kampagne angefangen hat, für Berufungen, für Vokationen. Pack mit un. Ich kann schwätzen über die Freierkommission, die an die Liebe gerufen ging aus der Zeit. Über den Leierrot. Ich kann über so viele Sachen schwätzen, an Dach weisen sie nicht das ganze Bild von dem Hirt, den auf die Lützebäuer Kirche wart und noch nach immer sieht. Weil hat er eine Gentillesse, hat er einen Humor, verstoppt sich ein ganz tief Demut, verstoppt sich Gebiet, ein ganz tief Beziehung zu Christus. Und daraus hat er dann auch das Motto von ihrem Episkopat ut unum sint geholt. A vielleicht a staat etwas, wo der eise lo auch nach Haut a Kadomat geht, für eis Kirch zu Lützeburg. Weil die Einheit von der Kirch, die geht geschaffen durch die Eucharistiefeier und durch die Verbundenheit mit der Eucharistiefeier vom Bischof. Als Herz von der Kirche und unum sind. Zu Lützeburg ist das glatt nicht einfach. Weil wir Katholiken, die sind mir liberal, und Katholiken, die sind mir konservativ. Und eine Kirche mit vielen Lützebäuer, wir haben gerade so viele Portugiesen, Franzosen, Kapverdianer und noch immer mehr englischsprachig Leute hier auf dem Terrain von unserer Kirche zu Lützeburg. Und die alle Guten bilden die Kirche von Christus hier zu Lützeburg, die dir viergestanden hat, mit der großen Bescheidenheit und dem Humor, den wir von ihr kennen. Und unum sind, dass wir an all den Differenzen, die wir haben, an die berechtigt sind, dass wir an all den Differenzen das gemeinsam entdecken können, dass wir entdecken können, dass es die Kirche von Christus ist, den liebig ist, den auferstanden ist von den Todischen, den als in der Kirche wirkt, wenn wir an unserem Herzen wirken lassen, aber wenn wir nicht durch Gestreits oder Geklaps bald unmöglich machen, nach dieser Person zu fangen. Und unum sind, dass die Kirche wirklich eint ist. Weil wir glauben schon, o Gott, den Dreifaltigen. Wir glauben an Jesus Christus. Und wenn wir die Glauben haben, dann geben die Glauben schon gerne weiter. Und das ist das, was meine missionarische Kirche nennt. Das tut nichts mit Proselytismus zu tun. Mehr einfach die Freude, die ihn hat, so wie ein Apostel gesagt wird, wir haben den Messias, den Herr, entdeckt. Da muss ihn die Nachricht weitergeben.
an dat weitergehen von der Nachricht, dat setzt denheit von der Kirche heraus. Weil von Kirche Club aus, wo just gestrittener geklappt wird, wo Gerüchte an Feld gesagt gehen, dann also da wohl ganz, ganz schwer für junge Leider noch ältere Leute zu erklären, dass du eine lesende Botschaft von Jesus Christus hast. Gott bringt es nach Gott sei Dank fertig. Auch wenn wir Mauern bauen, dass sein Geist uns da ganz schwer uneinkommen kann. Monseigneur Frank, du hast du wirklich ein Vermächtnis von ihrer Zeit als Bischof gelos, das immens wichtig ist. Bei ihr ist das ein Gewürz auch aus der Spiritualität von der Focolari, wo die verwurzelt sind, wo doch eine Gemeinschaft fand, eine Brüderlichkeit, eine Geschwisterlichkeit, wo doch abgeholt wird. Und da konnte der ganze Diözese von dir Spiritualität mitgehen. Da tut das gut. Ich kann mich selber erinnern, wie ich ganz schon geistlich war, nach zu München studiert tun. Da sind ich von ihr beauftragt gehen für die Vokationen hier im Land. Und das war ein Fried, für man das zu schaffen. Die hat eine Menge Mission gehen, und gleichzeitig Raum gehen, für das in die Mission kommt erfüllen. Ich will aber nicht vergessen, auch ihre Generalvikar zu nehmen, den mit großem Geschick, ein großer Treu und ihrer Seite war, für die Kirche von Lützeburg zu feiern. Ein großer Merci, Herr Schiltz. Und so will man nur mit Dankbarkeit zurückgucken, ob ein Bischofsleben, was erfüllt ist. Wir können mit Kraft lo an der Kirche zu leben und an Zukunft heranzugehen. Weil wenn wir das beherzigen, was dir als Geschenk tut und unum sind, da brauchen wir glatt nicht zu fertig. Weil dann wird die Kirche eine Zukunft. Auch von der Teilenstuhl so aus, wie man für den Rote Meerstuhl gefällt. Ne? An Handelengen sind die Ägypter, an Führenengen macht Wasser. Und unum sind, wenn wir zusammen gehen, dann können wir auch durch das Rote Meer durchgehen zu neuen Ufern, zu einer Zukunft von unserer Kirche. Und ich meine, wir können nur den Bischof Ferner einen großen Applaus geben als Zeichen von unserer Dankbarkeit. Merci.